Hallo zu meinem ersten Tutorial. Und zwar hatte ich das Problem, dass ich mein Intro ein bisschen anpassen wollte und den Text hervorheben wollte. Und da wollte ich halt, dass entsprechend der Musik der Text nach vorne oder nach hinten rutscht. Das zeige ich euch mal, wie das dann aussieht. Wie gesehen, habt ihr den Text einmal im Vordergrund, einmal im Hintergrund. Es gibt da verschiedene Tutorials, aufwendige vor allen Dingen. Es geht auch viel einfacher. So, der Weg dahin. Und zwar schiebt ihr aus den Effekten und Vorgaben unter Audio die Bässe und Höhen, schiebt ihr auf euer Audio-File. So, Bässe schieben wir ein bisschen nach oben, weil darauf kommt es an. Gemäß den Bässen soll sich das ja dann ausbreiten. Die Tiefen brauchen wir gar nicht. Gut. Jetzt machen wir Rechtsklick. Keyframe-Assistenten, Audio in Keyframes konvertieren. Zack. So, und theoretisch können wir jetzt eigentlich schon den Effekt wieder entfernen, weil die Keyframes bereits hier in der Einstellungsebene sich befinden. So, wir öffnen das, die Effekte, entfernen den linken Kanal, den rechten Kanal. Und öffnen beide Kanäle. So, gehen auf den Schieberegler. Man sieht da schon die ganzen Keyframes, die da erstellt wurden. So, drücken Alt, klicken auf das Uhrensymbol und es eröffnet sich eine zusätzliche Option. Zusätzlich können wir uns den Diagrammeditor anzeigen lassen. Zack. Und wir sehen die Bässe hervorgehoben. Kann sich jetzt hier diese Spitzen anschauen. Und hier sehen wir bei 58 und 39 sind so die Werte, die wir brauchen, und zwar für, na, wo komme ich jetzt hin? Ich muss noch mal Alt drücken. Zack. So. Also Alt und dann auf die Uhr. So, jetzt bin ich wieder in dieser Befehlslinie. Wir geben da linear Klammer auf. Value, Komma, die Werte, die ich mir angeguckt habe, das waren ja einmal 39, einmal 35, dann war 58, nehmen wir 60 und jetzt die beiden hinteren Werte, das ist 100% und dann der letzte Wert ist der ausschlaggebende Punkt, inwieweit sich das Bild in den Vordergrund schiebt, ne? So, ich habe hier eigentlich 105 ausgewählt. Das ist nicht besonders weit. Ich wollte aber auch nicht so, dass sich das Bild zu weit in den Vordergrund schiebt. Deswegen 105. Also man kann da schon 120 circa eingeben, um dann noch einen größeren Effekt zu haben. Für mich reichte jetzt 105. Gut. So, damit habe ich das eingetragen. Ich gehe danach auf mein Video-File oder in diesem Fall ist es meine Komposition. Gehe auf die Skalierung, dann Alt und wieder auf das Ohrensymbol. Dann erscheint wieder die Expression. Und von da aus gebe ich den Verweis
auf die Einstellungsebene und zwar den Schieberegler, ne? Zack. Und schon ist die Verbindung hergestellt. Ich guck mal, was passiert. Ja, man sieht schon. Ne? Ich kann das auch gleich mal ein bisschen. Na, so, ich mache jetzt mal zur Ansicht mal den letzten Wert auf 120. Lass nochmal rendern. Da sieht man schon, er rückt viel mehr in den Vordergrund. Das ist dann Geschmackssache und was man auch machen will, ne? Ja, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch geholfen, inspiriert für euer nächstes Video und würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert vielleicht. Ja, bis demnächst.